Alles klar und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Eine Folge nehme ich heute noch auf. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, unsere Aufgabe von Mikupalem ist dieses Mal zu Omelette in Toad Town zu laufen. Und ja, das liegt auf dem Weg, aber wir werden dann nicht direkt wieder zurück zu Mikupalem rennen, denke ich mal. Ich weiß halt seriously nicht, was es uns bringt. Das wird sich alles zeigen. Das ist halt so ein Ding, man weiß halt nie, was bedeutet das. So. Oh, gefährlich. Gefährlich. Gut. Machen wir den erstmal weg. Der macht mir mehr Angst als die anderen. Sorgen wir erstmal dafür, dass keiner von denen uns angreifen kann. Dann gehen wir ohne Schaden schon mal hier raus. Das ist schön. So, du kannst dich nicht bewegen. Sprünge üben. Immer Sprünge üben. Siehst du? Genau deshalb muss ich das üben. Oh, das war nicht mal mehr gut. Ja, okay, da habe ich jetzt auch nicht aufgegangen. Passt mir nicht, ehrlich zu geben. Wir halten 3 Sternenpunkte, das ist schön. 26 Münzen. Bei 50 können wir den nächsten kaufen, ne? Der war, glaube ich, nicht so gut. Okay, die Goombas, die wir direkt besiegen, geben einem auch kein Geld mehr. Oh, stimmt. Und ich weiß, by the way, echt nicht, was das für ein Grafikbug ist. Ich kann es euch nicht sagen. So, Kampf vorbei. Einfach ein bisschen üben. Dass ich da echt wieder in das Game reinkomme. Wobei ich mittlerweile, glaube ich, besser spiele als zu Folge 11, ne? Das ist schon eine Leistung. So. Hm. Oh, das ist problematisch. Gehe ich die mal weiter um. So. Dann ist schon mal gut. Die können sich beide erstmal nicht umdrehen. Da gelingt mir das Timing irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, was ich da machen muss, um das Timing besser hinzukriegen. Ja, das ist irgendwie so, dass das klappt noch nicht. Mal gucken, wie ich das besser hinkriege, weil das will ich schon üben. Ich will den einmal zumindest, will ich den richtig machen. Gut. Und ja, mit dem Grafikding muss ich echt mal gucken, was da das Problem ist. Ich weiß es nicht. Das hat eigentlich immer funktioniert. Das war falsch, by the way. Koopa kann den nicht angreifen, den anderen. Boah. Glücklicherweise hat es sich nicht gerecht. Ach, das ist das gut. Man kann da gar keinen zweiten Sprung machen. Ach so. Ich habe das nicht verkackt. Ich habe das jedes Mal richtig gemacht. Oh, ich werde es noch einmal versuchen beim nächsten Gegner. Und werde es absichtlich mal falsch machen. Aha, okay, also man macht einen Punkt Schaden mehr. Okay, das ist gut zu wissen, dass der Angriff 3 macht. Sehr schön. Passt. Gut, ich habe nichts gesagt, ich habe es gelernt. Ich verstehe. Okay. Na komm. Wenn wir deine Freunde alle umbringen, dann bringen wir dich halt auch um. Push.
Goodbye. einfach morden. Richtig hier Dominanz zeigen und alles. Dann passt das schon. Wir kriegen einen ganzen Sternpunkt, das ist okay. Sind schon wieder ein Viertel beim nächsten Level. So. Okay. Jetzt gehen wir ab zurück nach Toadtown und heilen uns und speichern und dann sind wir hier auch erstmal durch. Die Omelette werde ich direkt ansprechen, aber wir gehen dann, wie gesagt, den Weg nicht nochmal zurück. Ach ja, ich muss ja den hier ansprechen. Ja, alles gut. Erstmal schön schlafen. Ja, alles gut. So. Dann gehen wir mal kurz speichern. Okay, jetzt. Alles klar. So. Wo ist die Omelette? Ist die nicht hier unten irgendwo oder täusche ich mich da? Wasser und Erde, Kraft der Sonne. Oh, zarte Blumen, erfüllt mich mit Wonne. Hallo, mein Name ist Minztee. Okay, da bin ich falsch. Es soll eine liebliche Blume geben, die ich noch sehen. Vermutlich sind die Knospis die einzigen, die den Samen haben. So sieht ein Knospi aus. Wenn du den Knospi triffst, fragst du ihn nach dem Samen. Ich werde ihn in diesen Garten pflanzen und mit Liebe aufziehen. Okay, also du beschnischst die Omelette. Da ist der Laden. Echt die Frage, wo die war. Eine von euch könnte das sein, oder? Du bist Omelette. Ich hörte, dass drei Mädchen aus dem Palast auf eine Reise gehen wollen. Ich glaube, bei denen scheppert es wohl im Gehirn. Die Prinzessin wurde entführt und uns stehen schlimme Zeiten bevor. Was in aller Welt denken sich diese drei nur? Ja, da stimme ich dir zu, in solchen Zeiten einfach auf Reisen zu gehen. Die haben sie doch nicht mal alle. Sehr richtig, Mädels. Ich, Felicity, stimme zu. Ich glaube, sie sollten mal drüber nachdenken, welche Souvenirs sie mitbringen sollen. Diese drei Mädchen, seid das zufällig ihr? Nein! Ist die Omelette hier in dem Haus hinten? Das wäre jetzt meine nächste Vermutung. Nein, hier bin ich falsch. Aber in irgendeinem Haus muss sie ja leben. Ah, da ist ein Mädchen. Ich habe immer gerne am jährlichen Kochwettbewerb im Palast teilgenommen. Aber ich glaube, dieses Jahr wird er wohl ausfallen. Ich war mir sicher, dass ich Omelette-Tee dieses Jahr hätte schlagen können. Okay, das ist auch nicht die richtige. Aber näher dran. Da ich im Palast gearbeitet habe, bin ich jetzt wohl arbeitslos. Du glaubst wohl, ich hätte jetzt Zeit zum Ausspannen, aber tagsüber ist dieses Haus alles andere als ruhig. Meine Frau hat keine Zeit, um sich um mich zu kümmern. Den ganzen Tag lang putzt sie und sieht nach den Kindern. Es muss hart sein, diese Arbeit zu bewältigen. Oha, ein Vater, der tatsächlich denken kann. Das ist natürlich etwas Seltenes. Seit der Palast fort ist, ist Papa total langweilig und Mama scheint ziemlich sauer zu sein. Ich bin froh, dass Papa jetzt zu Hause ist, aber ich wünschte, er würde mit uns spielen. Oh. Geh jetzt ins Dojo, um stärker zu werden, damit ich diese wunderschöne Prinzessin Peach retten kann. Aber Mama hat gesagt, sie soll mich benehmen und zu Hause bleiben. Warum denn nur? Also halten die jetzt echt ihre Kinder da hier fest? Das ist aber gar nicht so lieb, muss ich ehrlich sagen. Du, Omelette. Unsere Liebe wird alle Widrigkeiten überdauern. Die Kraft meiner Liebe könnte selbst Berge versetzen. Oh, du bist so romantisch. Unsere Liebe ist so mächtig. Du scheinst nicht Omelette zu sein. Das ist nur der Itemladen. Das sind nur die Mädchen. Ich habe doch mit Omelette schon geredet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das habe. Da drin ist dieser Zauber. Ist der Zauberer. Das ist nicht Omelette, oder? Amario, möchtest du, dass ich dir den Weg für deine Zukunft weisen soll? Das kostet dich 5 Münzen. Ist das akzeptabel? Nein. Oh. Ja. Wenn du mit mir plaudern willst, stell dich neben mich. Alter, ich sehe sie halt nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Grafikbug. Das ist, glaube ich, auch ein Grafikbug, ja. Ich muss gucken, dass ich diese Grafikbugs behebe.
Wenn du willst, sei ich deine Zukunft, sprich von der anderen Seite mit mir. Das ist nicht, was ich unter Plaudern verstehe, aber okay. Ja, das ist ein Grafikbug. Oh mein Gott, okay. Krass. Oh ja, Mario, hallo, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? An Cooper. Colorados Frau. Hier, bitte. Cooper, wie geht es dir? Deine Mutter war vor kurzem zu Besuch hier. Wir haben Cooper-Tee getrunken und geplaudert. Sie schien ein bisschen enttäuscht zu sein, weil du noch immer unterwegs bist. Sie sagte, sie würde ein köstliches Essen zubereiten, wenn du zurückkommst. Damit du etwas hast, worauf du dich freuen kannst. Oh mein Gott. Ach ja, wenn du meinen eigenwilligen Mann treffen solltest, sag ihm, dass er öfter nach Hause kommen soll. Pass gut auf, Colorados Frau. Ja, wir haben sonst keine mehr. Okay. Ja, leg sie wieder weg. Dankeschön. Joa, genau. Okay, so viel dazu. Aber hier ist noch das Totas. Ja, wo ist die denn? Hä? Ist dumm oder so? Ja, okay, ich sag mal, wenn ich sie jetzt nicht finde, dann google ich, wo die ist und gehe dann jetzt erstmal in den südlichen Teil der Stadt. Da waren wir ja noch nicht gewesen. Omelette ist ein Mädchen, das weiß ich. Entsprechend wäre die Erwartung eigentlich, dass sie irgendwo rumrennen würde. So, erzähl. Wenn ich groß bin, will ich Schaffner werden. Schaffner sind so cool. Endstation, bitte aussteigen. Oh, wie süß. Bist du Omelette? Riecht hier nicht etwas ganz lecker? In diesem Haus lebt Omelette. Sie ist die beste Köchin aller Zeiten. Ihr habt mir ihr Rezept für die köstlichen Bratpilze gegeben. Man braucht Pilze dazu. Wenn ich fleißig übe, werde ich eines Tages auch ein Meisterkoch sein. Na guck, dann haben wir sie ja schon gefunden. Oh meine Güte, das ist ja Mario. Mein Name ist Omelette. Ich liebe Kochen. Herz. Wenn du mir Zutaten bringst, werde ich gerne für dich eins meiner energiegeladenen Gerichte zaubern. Herz. Möchtest du, dass ich etwas für dich koche? Ja. Welche Zutaten soll ich verwenden? Habe ich ein Cooper-Blatt gerade? Ja. Ich koche mit Cooper-Blatt-Herz. Ich werde dir etwas ganz Fabelhaftes zaubern, Schätzchen. Ein Moment, Herz. Lalalalalala, Herz. Hier bitte, Herz. Es ist gar nicht so übel geworden. Hier bitte, Herz. Was hast du erhalten? Cooper-Tee, ausgezeichnet. Tee von Omelette stellt 7 BP wieder her. Komm jederzeit wieder, Schatzi. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich schon, Herz. Cool. Okay, damit lernen wir, dass wir hier gute Items kriegen. Und das ist, glaube ich, der Sinn dahinter. Oder wollen wir es ihm doch gleich geben? Anders verwende ich das aus Versehen. Wir rennen. Wir rennen. Rennen! Ich beeil mich. Ich verspreche es. Keine Sorge. Das ist jetzt doof. Ich weiß, ihr hasst mich jetzt alle. Aber das ist schon okay. Wir chillen. Das muss ja kein schnelles Let's Play sein. Wir haben jetzt schon so viel geschafft in diesem Let's Play. Also praktisch ist Bowser eh schon besiegt. Ich gucke, dass ich jedem Kampf ausweiche. Nein. 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 Holy fuck, ich hab's wirklich geschafft. Ach du Jemine. Huh. Der Baum hat mich anders aufgehalten, als ich dachte. Nein. Okay, doch, das ist gut. Ist okay. Nein, dann mach ich weiter. Und. Gut, aber der kommt nicht mehr hoch. Hahaha. Peter, haben wir doch geschafft. War doch praktisch nur eine Sekunde sozusagen. Also das hat man ja gar nicht gemerkt zeitlich. Und Cooper ist glücklich, weil er nach Hause kommt. Der arme Bub, der braucht ja ab und zu seine Mama hier. Eieiei, ich bin gleich da. Wollen wir mal nachgucken, ob die Mama wirklich da ist? So, da.
Große, geifernde Gulpas, du bist unvergleichlich wundervoll ausgezeichnet. Mmh, oh, genau richtig, der Tee ist sowohl eisgekühlt als auch sehend heiß ein Gedicht. Wenn es darum geht, einem alten Koopa so viele Gefallen zu tun, dann bist du ein wahres Vorbild. Dieses Mal sollst du etwas ganz Besonderes bekommen. Aber verrat's niemanden, ich habe einen Ruf zu wahren. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freund. Hier, nimm das. 3 Sternensplitter, eieiei. Was machen die überhaupt? Okay, wo ist der Nächste? Oh, wie freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch die Sügel, wie man sagt. Nun, dein junger Freund, normalerweise bitte ich dir ja niemandem um einen Gefallen, aber, ich hege schon seit langem den Wunsch, Luigi's Autogramm zu ergattern. Er ist dein Bruder, habe ich recht? Der junge Bursche ist einfach spitze. Hast du ihn schon mal springen sehen? Man müsste ihn eigentlich eher Luigi nennen. Er springt so hoch immer. Wenn du irgendwie an sein Autogramm kommen könntest, würde ich mich sehr glücklich machen. Müsst mir helfen, junger Freund. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber von mir aus. So, wo müsste die Mama dann sein? Hier drin, glaube ich, ne? Ja. Ah, sie ist nicht mehr da. Okay. Okay. Und dann gehen wir jetzt noch zurück, schauen uns die Straße an. Also die Straße, wo die, den Teil der Stadt, wo wir jetzt hinkommen. Und dann würde ich mal sagen, ja, haben wir auch wieder was erreicht. Also das ist tatsächlich, weiß ich jetzt nicht, dieses andauernde Hin- und Herrennen ist irgendwie ein bisschen nervig. Ich weiß nicht ganz, was der Sinn dieser Aufgaben ist, ob der irgendwas Gutes hat. Ich werde das mal googeln. Und dann werden wir schnell genug rausfinden, ob es das wirklich wert ist. Fuck. Ich dachte, der attackt mich. Ah, ne, gegen die will ich jetzt nicht kämpfen. Okay. Verliere ich, glaube ich, Geld jetzt, ne? Oh mein Gott, ist das viel Geld! Na gut. Wie viel Geld habe ich verloren? Ah, weiß ich nicht. Nein. Ja, ich dachte auch, der andere würde mich attackieren, aber stattdessen ist der, hat er sich aber wieder umgedreht, obwohl er mich hätte sehen müssen. Nein! Ich hätte nicht springen dürfen. Das tut mir jetzt leid, dass das so lange dauert. Na gut. Pech. Also merke nicht springen, wenn man denen ausweichen will. Das funktioniert besser, wenn man einfach dran vorbeiläuft. Na gut. Da habe ich zumindest das Geld wieder zurück, das ich durch den Fluchtversuch jetzt verloren habe. Netterweise hat mich sonst nichts getroffen, also alles gut. Eieiei. So. Okay. Na. Alles klar. So, weiter geht's. Dann gucken wir mal, was wir außer Omelettes Haus sonst noch so haben. Wir können Luigis Autogramm actually gleich mal holen. Das ist im anderen Teil der Stadt. Das dauert. Fuck man, das dauert ganz schön lang, dem seine Aufgaben zu machen, muss ich sagen, ne? Ich hoffe echt, dass sich das lohnt, dass der mir irgendwas Gutes gibt am Ende. Ich meine, 3 Sternensplitter ist ja schon mal gut, aber wofür braucht man die eigentlich? In welchem Menü sehe ich überhaupt, wie viele davon ich habe? Das müsste ja hier irgendwo sein, ne? Sternensplitter 9. Also. Lol. Hä? Da, wo steht er? Oh! Er singt! Oh, ist das süß. Also, nein, ich komme jetzt aber nicht ran. Das ist nicht, was ich wollte. Tut mir leid. Außer ich störe ihn. Halt.
Sorry, Luigi. Hey Mario, früher oder später steht mir ein Abenteuer bevor, deswegen trainiere ich hier. Ja, wie sieht's aus? Wir gehen jetzt in die staubtrockene Wüste und hättest du noch ein Autogramm? Was sagst du? Momentchen mal. Die staubtrockene Wüste, oh ja, von Toad Town fährt ein Zug dorthin. Hey, vielleicht sollte ich mitkommen. Ja, bitte. Nein? Okay, dann gehe ich nicht. Gib mir doch eine Chance. Ja, pass auf. Ich hätte gerne ein Autogramm von dir. Was ist los, Mario? Ein Autogramm? Für Mekupalem? Meins? Mekupalem will mein Autogramm? Was ist denn hier los? Mamma mia! Er will meine Unterschrift. Wow, cool. Ich fühle mich so geschmeichelt. Ich glaube, ich bin wohl eine Art Berühmtheit. Eine Sekunde bitte. Ich schreibe es ihm sofort. Bitteschön, Mario. Mein Autogramm. Überbringe mir Kuppelin. Beste Grüße von mir. Luigis Autogramm. Bereite mir Kuppelin damit eine Freude. Was ist das denn für ein Gekritzel, Alter? Mein Bildschirm ist nur 320x200 Pixel groß, aber was ist das denn für ein Gekritzel, Alter? Ja, okay. Okay, der arme Luigi. Mario will ihn wirklich nicht dabei haben. Das ist schon schade. Ja, okay, hier ist keine Post. Das liegt hauptsächlich daran, weil die ganze Post einfach immer im Postamt versauert. Okay. So, jetzt gehen wir da rüber. Dann schauen wir uns noch schnell den unteren Teil der Stadt an. Und dann geht's hoffentlich bald mit dem Zug weiter. Ich bin echt mal gespannt. Ich glaube, Luigi wird schon noch seinen Moment hier haben. Mit dir hatte ich schon geredet, ne? Der Bahnhof von Toad Town ist südlich von hier. Die einzige Möglichkeit, die staubtrockene Wüste zu erreichen, ist die Eisenbahn. Hast du etwa vor, in die Wüste zu gehen, Mario? Bitte sei vorsichtig. In der Wüste gibt es Sand. Die staubtrockene Wüste ist ziemlich groß und staubtrocken. Wo immer du auch hingehst, du siehst nichts als Sand. Und staubtrocken ist es da auch. Schon viele Wanderer haben sich verirrt. Und staubtrocken ist sie auch. Daher sollten Reisende höchste Vorsicht walten lassen. Oh, und du solltest unbedingt vor Wirbelsturm Abstand nehmen. Außerdem ist sie staubtrocken. Laut meiner Quellen gibt es dort keine Quellen. Außerdem wirbelt dich ein Wirbelsturm weit, weit weg. So kannst du dich ganz leicht verirren. Okay, gut zu wissen. Die Leute sagen, dass in der Röhre da drüben eine große, gefährliche Bestie leben soll. Aber wenn man dir sagt, dass du da nicht hingehen sollst, dann wird es meistens ums Interessanter. Es wird dir aber sicher nichts zustoßen, wenn du viele Items mitnimmst. Vermutlich. Privat. Oh je, Mine. Geil, der Tune. Der gefällt mir. Oh, du bist so einer, von dem ich so einen Samen kriegen kann, oder? Puff. Hallöchen. Ich bin ein Knospi. Ich komme von den Blütenfeldern. Einem wundervollen Land voller Blumen. Ich würde gerne die zarten Blumen meines Landes auch in dieses Königreich bringen. Du magst doch Blumen, oder? Natürlich magst du sie. Wer mag sie nicht? Aus diesem Grund lasse ich das hier in deine Obhut. Was hast du erhalten? Ein Zaubersamen. Ausgezeichnet. Ein Samenkern. Pflanze es im Blumengarten von Toad Town ein. Das ist ein Blumensamen. Wenn er gut behandelt wird, würde es ihm aus wunderschöne Blumen wachsen. Diese Blumen sind sehr zerbrechlich. Nur jemand mit reinem Herzen kann sie zum Blühen bringen. Oh. Bitte pass gut drauf auf, denn Schönheit ist sehr spröde. Na guck, da musst du ja gar nicht weit laufen. Die meisten Blumen sprechen dich, doch alle hören zu. Wenn du Blumen großziehst, solltest du sehr freundlich mit ihnen umgehen. So? Nein! Okay. Das... Fuck. Shit. Das war aus Versehen. Tja, ja, manche Leute sind halt klug und manche sind ich. Der lässt sich nicht öffnen, muss wohl von innen verschlossen sein. Mario, hast du jemals mehr lieblich vom Sternschnuppengipfel getroffen?
Diese Dame ist so schön und geheimnisvoll. Oh, ich bin verrückt nach ihr Herz. Ich hörte, dass sie Bonsai-Bäume züchtet. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Wusstest du übrigens, dass Marley mehr lieblich eine Zwillingsschwester hat? Auch sie muss unglaublich charmant sein. Aha, da kann man übrigens sagen. Man kann da nicht lang. Okay. Da ist nichts drin. Okay. Dann haben wir den Teil ja schon erforscht. Dann würde ich sagen, pflanzt mal den Samen schnell ein. Speichern. Ja. Ah, gucken wir mal. Hey, du. Ja, ja, ja. Erfüllt mich mit Wolle. Hallo, ich bin Minztee. Freundin der Schönheit des Blumengartens. Soll eine liebliche Blume fehlen, die ergeben, die mir noch fehlt. Vermutlich sind die Knospis die einzigen, die den Samen haben. So sieht deine aus. Wenn du kannst ihn nach dem Samen fragen, ich werde ihn in diesem Garten pflanzen mit viel Liebe aufziehen. Nimm den da. Oh, du gibst mir den Samen. Vielen Dank, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich werde ihn sofort pflanzen. Huf. Diese Samen sind Teil einer uralten Geschichte. Pflanzt du alle viele verschiedenfarbigen Knospiblumen, wird sich ein Wunder ereignen. Ich frage mich, was geschehen wird. Ich kann diesen Tag kaum erwarten, Herz. Bedeutet das, dass es noch weitere Knospi-Samen gibt? Weil wir haben ja... Verstehe ich nicht, ob ich da jetzt noch weitere holen muss. Keine Ahnung. So. Soll ich es wagen? Ach komm, ich gehe jetzt mal in die anderen Richtung noch. Nee, ich speichere und gehe dann mal in diese Röhre und guck, was da passiert. Bin halt schon neugierig. Wahrscheinlich werden wir komplett zerstört. Dann ist der Part einfach vorbei. So. Alles klar. Alles klar. Entschuldigung. So. Schauen wir mal, was die Röhre uns bringt. Dann haben wir diesen Teil der Stadt schon mal erforscht. Und dann haben wir ja rechts und links noch Wege, die wir gehen können. Da müssen wir mal gucken. Also rechts scheint auf jeden Fall irgendwo hinzugehen, wo Dinge sind. Da scheint es in die Wildnis zu gehen und links scheint man in der Stadt zu bleiben. Okay, wir kommen hier eh schon nicht weiter. Ertrinken kann ich hier nicht. Scheiße, ich krieg ihn kaputt. Alles klar! Also kann ja nur schief gehen. Oh, das sind neue Goombas, dann muss ich wechseln. Die werden mich bestimmt vergiften oder so, kann das sein? Der ist schon mal nicht tot. Oh, verkackt. Verkackt. Das ist ein Gumba, ein Glumba. Der Glumba, ja, ne? Glumbas sind fiese Gumbas, die in den Tunneln unter Totheit leben. Maximale KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie sind stärker als normale Gumbas, aber du kannst sie trotzdem leicht besiegen. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon 4 Schaden genommen. Warum verkacke ich das denn? What? Nee, ich krieg die nicht verteidigt. Ich krieg die nicht verteidigt. Warum kannst du das nicht? Ich kann das nicht verteidigen. Meine Verteidigung funktioniert gegen die nicht.
Ich bin mir absolut sicher, dass mein Block richtig war. Und der bei jedem anderen funktioniert hätte. Ja? Fuck. Ah, ich habe wieder den falschen draußen. Ah, Mann, ey. Den muss ich auch noch scannen. So, ich hau trotzdem erst rein, bis der eine tot ist und dann hole ich Gumbario raus. Ich kann die nicht verteidigen! Jetzt! Ach du Jemine. Danke. Gut. Das war das Ziel. So. Okay. Das hat jetzt mal geklappt. Endlich. Das ist ein Stachelgumba. Diese Glumba-Art lebt in den Tunneln von Toadtown. Maximale KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Pass auf ihre stacheligen Helme auf. Es wird ihn nicht gut bekommen, wenn du drauf springst. Das ist korrekt. So, okay. Oh, fuck. KP und BP. Nicht viel helfen. Boah, gegen die zu sterben wäre jetzt schon ein bisschen schade. Aber hilft ja alles nichts. Ich kann die nicht verteidigen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Gut, aber die Bombette wird den jetzt umbringen und dann sind wir glücklich. So, gut. Die wirken fast noch ein bisschen stark für mich. Habe ich so das Gefühl. Ja, Daumen hoch. Ein Schäfchen. Na gut, von mir aus. Blooper! Oh oh. Scheiße. Ich scanne ihn einfach mal. In der ersten Runde, dann werde ich wahrscheinlich eh sterben. Der wird garantiert irgendwas Gutes können. Fuck! Ja, fuck. Okay. Geh mal schlafen, bitte. Ich hoffe, dir hilft. Ich hoffe, das hilft. Simon. Bin tot. Er hat verfehlt. Scheiße. Die Animationen sind ja schon schön. Oh, nice. 4 Runden krieg ich geschenkt. Okay. Scanne ihn mir. Das ist ein Blooper. Blooper lauern in den dunklen Pfützen der Tunnel unter Toadtown. Maximale KP 30. 3 Angriff, Verteidigung 0. Sie sind eher unscheinbar. Obwohl,
muss ich schon fragen, wie sie es schaffen, so durch die Luft zu schweben. 30. Man darf nicht vergessen, also ich kann 6 Schaden pro Runde machen, wenn ich das richtig hinkriege. Nein! Oder ich verkack's einfach. Jawohl. Mein Anspruch wäre schon, den jetzt zu besiegen. Ist der jetzt noch eine Runde gelähmt? Ja, ne? Sehr schön. Ja, 13. Ich krieg ihn. Bitte greif mich nicht an. Okay. Das ist mir fast ein bisschen zu gut. Einen Donnerblitz kann man mal einsetzen. Oh. Er hat 5, oder? 5 hat er noch. Oh, ich hab verteidigt. Ja, Mann! Okay. Ist es mir zu gefährlich? Gehe ich das Risiko? Wenn ich ein bisschen mehr Leben hätte, hätte ich den Pilz nicht aus Versehen eingesetzt, wäre das jetzt alles total einfach. Aber ich habe echt halt... Ich war so B drücken. B, nein. Und habe aus Versehen Ja gedrückt. Oh. Ich versuch's. Fuck. Ich hab zu früh gedrückt. Ja. Ich bin tot, weil ich Idiot. Oh! Okay, das mach ich nochmal. Mir egal, dass dieser Part Überlänge hat. Dieses Viech, das verprügle ich jetzt so dermaßen. Nope. Das Viech wird jetzt verprügelt. In diesem Part verprügle ich dieses Kackviech jetzt. Du bist tot, Junge. Du bist sowas von tot. Halt. Im ganzen Part ergibt es mehr Sinn, Gumbadio zuerst rauszuholen, dann spare ich mir nicht eine Runde. So, jetzt ist er da. So. Bam. Du zuerst. Aber das haben wir ja schon alles gelesen. So. Mit denen muss ich halt einfach gucken. Ich kann die nicht verteidigen. Ich weiß es nicht. Denn ihr Timing ist anders. Beim normalen Goomba hilft mir das. Reicht das schon? Ich verstehe es nicht. Na gut. Nee. Also das ist auch nicht richtig. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt hat's gepasst. Also war ich zu
früh jedes Mal. Verstehe ich nicht. Okay, also der ist tot auf jeden Fall. Gut. So, ich will das jetzt haben. Ich will das, was ich hier kriege dafür. So. Glaube ich sogar mehr Geld als letztes Mal. So, euch haben wir gleich eine drauf. Hier muss ich jetzt leider nach dem Scan wechseln. Das ist ein bisschen blöd, aber dafür kann ich Cooper verwenden und meine Brüderpunkte schon mal einsetzen. Okay. Das bedeutet aber auch, du zuerst, Scanner. Scannen wir den durch. Wir haben es ja alles schon durchgelesen. Ja, darf man auch nicht drauf springen. Gut zu wissen. Baublock habe ich nicht, ne? Nee. Und das Schäfchen hier einsetzen. Weil wenn das Schäfchen eh nicht gegen den wirkt, gegen den anderen, dann nehme ich hier jetzt lieber weniger Schaden. So. Muss ja Sinn ergeben, muss ja Sinn ergeben. Wenn wir das taktisch richtig machen, kriegen wir den hier jetzt schon kaputt. Die sind auch immun? Hä? Wieso sind hier alle Viecher immun? Was soll das? Also ich verstehe es nicht. Das Timing ist scheiße und funktioniert nicht. Wieso verteidige ich das nicht? Ich drück doch die Taste, Junge! Was ist das? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich mache es genauso wie bei jedem normalen Goomba. Und es funktioniert nicht. Was ist falsch? So, ich gebe euch beiden gleich Schaden rein. Ihr müsst so schnell wie möglich weggemacht werden. Ja, wieder nicht. Wieder nicht. Ich drücke genau richtig. Geile Scheiße. Ich drücke absolut richtig. Ich muss das verteidigen. Wieso machst du es nicht, Mario? Was ist falsch bei dir? Tja, naja, nächste Runde ist dann wenigstens vorbei und ich nehme hier auch nur einmal 3 KP Schaden. Ja, er verteidigt es nicht. Er verteidigt es einfach nicht. Er sieht es nicht ein, dass er das hier überlebt. Am Arsch lecken kannst du mich. Du wirst diesen Kampf gewinnen, ob du willst oder nicht. Das ist mir so egal. Bro. Ich weiß nicht, was das soll. So, fertig. Goodbye. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. Er muss das gewinnen! Also. Nee, keine Ahnung. Ein Schäfchen, wie freundlich, toll. Ja. Wie ist denn das? Spawnen die neu, wenn ich jetzt nochmal speichern gehe? Alles klar! Ich versteh's nicht! Nee, die spawnen nicht nochmal neu, wie freundlich. Wie ist das? Items habe ich nicht, ne? Doch einen Pilz zum Heilen. Okay. Dann einsetzen. 9 KP. Das ist nicht, was ich will. 10 BP ist vielleicht ein bisschen viel. 5 ist besser. Gut, gehen wir vorbereitet in diesen Kampf rein. Ich will ihn jetzt fertig machen. Ich verstehe nicht, wieso ich das jetzt nicht verteidigen konnte. Nein, tauschen. Ja, auf Gumbario bitte. Dankeschön. So. Lupa! So, Freundchen, jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt bin ich vorbereitet. Ich mach fertig. Ich habe einige Runden verschwendet. Das wird mir nicht nochmal passieren.
Hier weiß ich nämlich, das wird funktionieren. Ich verstehe nicht, warum alle gegen die Schäfchen immun sind. Normalerweise müssten die ja was tun. Er kann sie nicht bewegen, genau. Dann scanne ich mir. Okay. Das ist ein Blooper. Blooper lauern in den dunklen Pfützen der Tunnel unter Toadtown. 30 KP, 3 Angriff. Unscheinbar. Obwohl, man muss sich schon fragen, wie sie es schaffen, so durch die Luft zu schweben. Ja, das wird ein Spaß. Wenn ich es jetzt nicht mehr schaffe, dann gebe ich auf. Gut, 4 KP. Ich muss nur perfekt spielen, das ist doch easy. Nein, 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 nein. Den richtigen bitte. Gut, 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 gut. Ich mag vielleicht etwas früh hier sein, aber ich will den jetzt besiegen. 18, okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Der hat verloren. Der hat verloren. Der kriegt jetzt so auf die Fresse. Der hat verloren. Der ist sowas von raus, Junge. Jetzt ist vorbei. Er macht 3 Schaden. Ich kann 2 Angriffe überleben. Er hat sowas von verloren. Ich weiß nicht, was ich machen muss, um das zu verteidigen. Aber das werden wir noch rausfinden müssen. Keine BP mehr. Ich kann 4 Schaden. Ist mir egal. Ist mir egal, wir besiegen den jetzt. Fertig. Auch wenn ich nicht... Der bleibt sogar noch mit einem am Leben. Okay. Trotzdem vorbei, mein Bester. Vorbei, Alter. Gib mir meinen Schatz, was auch immer ich dafür bekomme. 20. Nur guck. Wir werden auf jeden Fall besser. So, was kriegen wir dafür? Den Schrumpferorden. Verkleinert einen Gegner und schwächt ihn. Aha. Ich meine, eigentlich ist es ja schon gemein, dass wir den armen Blooper jetzt ausrauben. Aber es ist halt dem sein Pech. Er hat ja auch sein Bestes gegeben, um mich zu ärgern. Okay. So. Eigentlich hier. Hier muss auch was sein. Oh, nice. Ein Superpilz. Ah ja, guck. Na gut, gut. Dann hat sich das ja gelohnt. Okay. Nee. Okay, sonst ist da nichts. Gut. Das war jetzt nicht sonderlich gut von mir. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, ich verstehe nicht, wieso ich denen ihre Angriffe nicht blockieren konnte. Also, ich habe nichts anders gemacht als an anderen Stellen. Privat. Ist einfach eingebrochen, Mario, der Verbrecher, Alter. Gut. Ja, jetzt geht dieser Part 50 Minuten. Das nur, weil ich diesen Blooper unbedingt besiegen wollte. Es ist mir gelungen. Vielleicht war es nicht gut, aber es ist mir trotzdem gelungen. Das ist doch immerhin schon etwas. So. Jetzt gehen wir ins Toadhaus, heilen uns, speichern und dann war es das für diese Folge. Und mehr nehme ich heute auch nicht auf. Ich mache morgen weiter. Ja. Aber wirklich, warum konnte ich... Ich meine, dass ich den Blooper nicht check, okay. Aber die Gumbas sind doch genau gleich, also die Glumbas sind doch genau gleich wie die normalen Gumbas. Warum hat das nicht geklappt? Die anderen Gumbas habe ich alle mit gefühlt 100% Wahrscheinlichkeit verteidigt. Ja, okay. Knapp drunter. Aber warum? Keine Ahnung. Egal, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.